Chicorée, ein gesundes und vielseitiges Wintergemüse. Das Besondere an ihm, er wächst und kann geerntet werden, wenn noch kein anderes heimisches Gemüse zu haben ist. Ein Geschäft, dachte sich Fritz Boss und baute seinen Gartenbaubetrieb im Nürnberger Knoblauchsland aus für die Chicorée-Treiberei. Seitdem herrscht hier auch in den Wintermonaten Hochbetrieb. Die Wurzeln lassen wir unter einen Vertragsanbau produzieren. In verschiedene Teile von Deutschland, die sind jetzt da in der Nähe von der Insel Pöhl produziert worden. Braucht man ein wenig Meeresklima, ist sehr gut, gleichmäßiges Wachstum. Das ist hervorragend für den Chicorée. Früher hatte den Zichoriensalat, so sagte man auch zum Chicorée, auf eigenen Feldern angebaut und die Wurzeln im Herbst dann eingelagert. Weil seine Flächen aber zu klein sind, lässt er die Wurzeln heute von anderen produzieren. Zum Beispiel auf der Ostseeinsel Pöhl. Angeliefert wird wöchentlich, was er verarbeiten kann. Ja, das sind jetzt die Wurzeln, die sind eingefroren gewesen, die sind vom Kühlhaus gekommen. Die kommen jetzt zu uns 3 Tage Zwischenlagerung bis zur weiteren Verarbeitung. Bei +2 Grad lagern dann die Wurzeln nur noch ein paar Tage. Just-in-Time-Produktion, wie in der Industrie. Das spart Lagerkosten. Wurzel für Wurzel, dicht an dicht, schichten die Männer in die mit Teichfolie ausgekleideten Kisten. Nur die schönen, versteht sich. Beschädigte Wurzeln und Wurzelstücke sind Abfall und gehen in die Biogasanlage. Das Besprühen mit Salzlösung soll beginnende Fäulnisprozesse an der Triebspitze eindämmen. Dann geht's ab in die Dunkelkammern. Einige Meter hoch sind die Kisten gestapelt. Hier herrschen kontrollierte Bedingungen. Grund- und Brunnenwasser mit Nährstoffen wird nun durch die Kisten gepumpt. Die Luft ist feucht-warm. So, der Chicorée befindet sich jetzt im 2. Tag in der Treiberei. Da messen wir jetzt die Herztemperatur. Da stechen wir das Herz vom Chicorée an. Da haben wir jetzt 18,5 Grad. Das ist ganz okay. Wir messen den Salzgehalt vom Wasser und Wassertemperatur. Das kontrollieren wir jeden Tag. Wir schauen, dass keine Kiste überläuft. 21 Tage, das ist der Zyklus für den Chicorée. Schneller geht die Treiberei nicht, sonst werden die Köpfe nicht fest. Chicorée nach 10 Tagen. Das Wasser läuft im Kreislauf durch die Kisten, bis die gelben Knospen erntereif sind. Jetzt können sie von den Wurzeln gekappt werden. Rund 20 Arbeiter aus Rumänien und Polen beschäftigt Fritz Boss für Chicorée Anbau und Ernte. Verpackt wird maschinell in 500-Gramm-Pakete. Nicht alle Chicorées sind gleich groß. Da gilt es, passende zusammenzustellen. Und wo geht er nun hin, der viele Chicorée? Wir beliefern im bayerischen Raum die Discounter und die Supermärkte. 95% Ladenketten, 5% geht an Großmarkt in Nürnberg und in München. Der größte bin ich nicht, da gibt es schon noch größere. Aber wir sind so 6 Betriebe in Deutschland, wo wir das ganze Jahr produzieren, wo auch eine Sommertreiberei haben. Und wo ein ganzes Jahr in den Markt beschicken können. Das Geschäft läuft. Doch würden die Deutschen so viel Chicorée essen wie die Franzosen, könnte er 10-mal so viel verkaufen. Im Chicorée steckt Potenzial. Regina Boss, die Seniorchefin, hat allerhand Rezepte auf Lager. Das mineralstoff- und vitaminreiche Gemüse steht bei ihr oft auf dem Speiseplan für die Großfamilie. Chicorée-Salat vermischt sie mit geraspelten gelben Rüben. Auch Äpfel, Ananas oder Walnüsse passen gut dazu. Und was gibt's noch? Ich koche heute Chicorée gebraten auf Asiatisch mit Banane und Sojasauce auf Zanderfilet mit Reis. Chicorée enthält Bitterstoffe, die regen angeblich die Verdauung an. Wer sie aber nicht mag, sollte den Strunk rausschneiden. Den grob geschnittenen Chicorée gibt sie zu heißem Rapsöl. 2 Minuten anbraten. Dann wird er abgelöscht mit Kaffee und mit Sojasauce. Und zum Schluss kommt die Banane dran. Nochmals umrühren. Das ist Fastfood selbstgemacht, mit wenig Kalorien.